So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Unboxing und ich bin ein bisschen verwirrt, nicht nur, dass ich gerade ganz alleine zu Hause bin, weil Pupsi, Jonas, Marie, die sind weg, die müssen was besorgen, Adi ist auch nicht da, da fällt mir auf, Molly ist da, ich bin doch nicht ganz alleine. Dieses Video habe ich gemacht, als Adi noch in der Tierklinik war und habe gedacht, ich nutze die Zeit, wenn ich wirklich ganz alleine bin, doch was aufzunehmen, vielleicht als Ablenkung zwischendrin, vielleicht tut es ja gut. Wenn du schon keine Katze hast, wenn du schon keinen Pokémon Go Account hast, dann mach halt so ein überflüssiges WrestleCrate UK Unboxing, wo ich beim letzten Mal fest dran geglaubt habe, dass ich die letzte Box erwischt habe, weil das Abo dann beendet war, beziehungsweise dann ja auch ich hatte diese Zahlungsmethode, dass ich 12 Monate bezahle im Voraus und dann kriegst du 12 Kisten. Und dann hatte ich den Zeitpunkt überschritten und es hat schon wieder 12 Monate automatisch bezahlt, sodass sie mir wieder 12 Kisten geschickt haben. Jetzt hatte ich aber das gelöscht, dass ich das nicht mehr kaufe, dieses Abo und Zeugs. Es kam aber wieder eine Kiste, obwohl ich die ja gar nicht bezahlt habe. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist. Seitdem denke ich, vielleicht melden die sich mal oder schreiben mal oder irgendwas. Oder ich habe mich verzählt und die Kiste gehört noch mir, weil die noch der Rest von dem anderen ist. Ich kriege seitdem fast täglich einen Anruf vom United Kingdom, vom Vereinigten Königreich. Aber immer ist irgendeine Frau dran, die sagt, sind Sie der Herr Hess? Es geht um Ihre Lotto-Teilnahme. Und ich sage immer nix und dann lege ich immer auf. Und das ist ungelogen. Mal sitzt eine blonde Frau dran, mal sitzt eine fette Frau dran, mal sitzt eine dünne dran, mal eine bescheuerte. Das hörst du schon an der Stimme. Aber jedes Mal, wenn jetzt UK anruft, denke ich, das ist die WrestleCrate UK und die sagen jetzt was wie, dass da ein Fehler unterlaufen ist, die haben eine Box zu viel geschickt oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt 12 weitere Boxen schicken, jeden Monat eine, wenn die gar nicht bezahlt sind. Das wäre irgendwie sehr merkwürdig. Und dann rufen die an und reden was von Lotto. Das ist auf jeden Fall jetzt eine WrestleCrate UK Box. In der letzten war ja das Stevie Weiser T-Shirt drin von Stone Cold Steve Austin, seiner Biermarke. Das müsste ich eigentlich anziehen jetzt hier. Aber das T-Shirt habe ich nicht mehr. Das habe ich dem Iswo zum Geburtstag geschenkt bzw. geschickt. Da hat er sich mega drüber gefreut. Deswegen habe ich jetzt einfach irgendein random T-Shirt an. Wir machen jetzt mal die Box auf. Gucken mal hier rein, was da drin ist. Das T-Shirt lege ich erstmal zur Seite und schaue, was wir sonst so hier haben. Wir haben eine Karte. So eine Karte ist ja immer mit dabei. Hier steht Enjoy tons of exclusive Livestreams and Shot Interviews. Start your new membership today. Ein Monat free. TitleMatchNetwork.com. Was das genau ist, von wie und wo und warum auch immer. Ich habe sowas noch nie eingelöst. Da kannst du eigentlich immer bei diesen ganzen Streaming-Diensten unzählige Wrestling-Ligen dir kostenlos angucken. Title Match Network, kennt ihr das als Wrestling-Fans? Habt ihr schon mal Title Match Network gehört? Ich auf jeden Fall noch nicht. Hier ist Werbung drin für die nächste. In der September-Box, das heißt, das müsste noch die August-Box sein. Dann könnte es sogar hinhauen, weil ich habe, glaube ich, im August das abgeschlossen und es lief bis August. Und wenn das jetzt zwar im September kam, aber ja die August-Box ist, ist das vielleicht die letzte. In der nächsten Box scheint dann eine Liter Autogrammkarte drin zu sein. Da könnte ich drauf verzichten. Ansonsten steht hier hinten natürlich die Itemlist, was alles in dieser Box ist. Lege ich kurz mir hier hoch und schaue, ob ich erkenne, was ist und warum auch immer. So, hier haben wir ein Autogramm von diesem Dampfhammer MC, guckt den euch an, der ist hier muskulös, der ist hier stark, der ist glaube ich bei AEW, den Namen habe ich aber jetzt vergessen. Wenn ich den Namen lese, kann ich es euch bestimmt sagen, wie der heißt oder ich lese es direkt ab. Das ist der Wardlow, ein Wardlow-Autogramm, Wardlow von AEW, kennt man. Dann ist hier eine DVD drin, beim letzten Mal war keine DVD, hier ist wieder eine, Wrestle Festival, Big Wavy Roy Johnsons Everything Patterned vom 14. April 2023. Sagt mir nix, kenne ich nix, sieht aber auf jeden Fall interessant aus. Vom Cover her, diese grüne Schrift gefällt mir, wie die da alle so angeordnet sind. Das gefällt mir auch. Es ist halt jetzt durch das Gegenlicht, glänzt das, also spiegelt ein bisschen. Big Wavy Roy Johnsons Everything Patterned. Varun Banks gegen Livy Moir, Livy Grace gegen Ronnie Knox, The 87 vs. East City Sovereigns und
Remy Adetunji versus Harrison Lian versus Kilometer Lane versus Bruno Braun. Also Bruno der Bär ist auch dabei, das sind ja nur 4 Matches, was ist das denn? Das muss auch eine kleine Liga sein, eine Indie-Liga, ein irgendwas, die hier was veranstaltet haben. Wrestle Festival, kennt man Wrestle Festival? Es seen on WWE Network. Was hat das mit dem WWE Network zu tun? Ich habe keine Ahnung. Legen wir mal weg, haben jetzt hier noch eine Autogrammkarte drin von Mercedes Martinez. Kennt ihr Mercedes Martinez? Ist wieder so eine Dame. Die, sage ich mal, kommt bestimmt auch aus der AEW. Mercedes, ne? Kann man machen. Ist auch schön dick und pappig. Das gefällt mir. Das T-Shirt ist noch übrig. Wir gucken aber mal ganz kurz. Wardlow Autograf, Mercedes Martinez Autograf, Everything Pattern DVD, Wrestle Carnival, Full Show. Was hier nicht drin ist, ist das Cross Face Chicken Wing Label Pin, das Rumble Poster bei Kimber Last Kick, die Hot Rod Ring Ropes. Das ist der Unterschied zwischen der kleinen und der großen Box. Aber wir haben ja noch das T-Shirt und da steht was von Barry Lee Legal. Das war doch, glaube ich, mal eine Großveranstaltung von der ECW damals. Barry Lee Legal von damals. Packen wir mal aus. Da will ich jetzt aber. Oh, oh yeah. Das sieht aus wie ECW. Barely Legal 97, Philadelphia, 13. April 97, live on Pay-Per-View, Extreme Wrestling. Und das werdet ihr sofort erkennen, wer die sind. Das ist Sabu mit seiner arabischen Mütze, mit seinem Schleier, mit dem aufgeschlitzten Brustkorb und überall Blut. Das ist Sabu und daneben mit dem Handtuch auf dem Kopf. Mit dem Gürtel drum, der tasmanische Tiger Taz. Ein Barely Legal T-Shirt, Sabu vs. Taz. Das finde ich auf jeden Fall cool. Das hat Style, das gefällt mir. Das ist wieder was, das würde ich gern anziehen. So, ist das jetzt die letzte Box? Ist das nicht die letzte Box? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann kommt das Pfandbüro und sagt, sie schulden uns noch 25 Pfund. Dann sage ich, okay, bitteschön, und jetzt können sie wieder gehen. Ob das so einfach ist, weiß ich nicht. Ich blick da nämlich einfach nicht durch. Macht niemals irgendwelche Sachen mit dem Ausland, wenn ihr dann gar nicht wisst, was ihr gemacht habt und wie das jetzt ist. Ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.